Was für ein Tag. Machen wir jetzt keine Kinderspiele oder sowas, ja? Stopp. Ja, vielleicht stoppt Tatze oder so. Hallo. Dann machen wir vier Kindergarten, Kinder. Wir sind vergnügt und froh. Hallo. Wie alt bist du? 10. Da ist meine Kuchen. Ich will zeigen. Kommen Sie mit, mein Kuchen. Tada! Das hier ist die Flosse, die darf ich essen. Da sind die Korallen. Und geht die auch? Ja, sie geht. Los geht's. Hier, das ist mein Zehn. Da steht Anouk. Und sie sieht sie von Weitem. Ganz schön. Da die Muschel glitzert und ich will diese Ecke mit der Muschel, wieder. Und dann will ich noch diese Flosse, die da auf meinem Teller haben. Und hier, da sieht man auch noch, da sind Wellen, ganz Glitzer. Das sind Glitzerwellen, die sind echt schön. Ich bin geschminkt. Ich gebe Papa zurück. Ja, mal gucken. Heute ist also Party von Anouk. Mal gucken. Komm, Wuffuff. Guten Morgen. Geburtstag haben wir überstanden auf alle Fälle. Das ist doch schon mal was. Und jetzt geht's wieder mal nur in die Schule. Mein Roller. Ja. Schleichen! Da musst du dich drum kümmern. Dein Roller, dein. Die war so tapfer. Jetzt heißt sie Platschleifchen. Aua. Wunderbar. Koppeln. Heute, wenn ich zurückkomme. Hier ist der Treffpunkt. Ja, schön. Ich sehe Leon ganz Zeit hoch und runter kommen. Mit seinem Inliner oder kommen. Das ist doch toll. Heute, wenn ich zurückkomme, kommt. Habe ich noch kurz Zeit. Frühstücken kurz. Schön. Der Achim ist heute im Laden. Letzte Mal. Wohl. Du warst ein guter Schatz für mich. Und dann kommt der Kollege, der YouTube-Mensch. Ein YouTube-Mensch kommt denn? Ein Mensch über YouTube. Und der wird mir dann helfen mit der Installation. Dass der Computer wieder läuft, das ist ganz wichtig für mich. Oh, und dann wird für das alles. Genau, dann wird das alles viel einfacher. Auch für Anouk wird es dann einfacher, klar. Genau. Der meinte, er hat da auch noch ein Schneideprogramm. Ja, ich mache mal heute noch nach der Schule schneiden. Nee, ich glaube, das wird nicht. Heute nach der Schule. Also, das müssen wir sehen. Papa, aber alle Teile. Ich muss ja erstmal kopieren, das ist ja alles noch hier drauf. Du musst alle Teile mit C4 und so
Siffi. Meine Güte, das muss ich nicht schneiden, sondern das muss Anouk schneiden. Das wollte Anouk ja schneiden. Die ganze Teile raus, die zu furchtbar passen. Vielleicht schneidet sie mich hier raus aus dem Bild. Überall nur Löcher. Überall Löcher. Das ist doch kein Zelluloid. Kannst du ja nicht einfach ein schwarzes Ding rüberkleben. Gut, wie auch immer. Bin ich schon sehr gespannt. Oh, da sehe ich ja. Runter in die Sicht. Achso. Muss ja ein bisschen Platz schaffen hier. Du weißt nicht zufällig, wo die Schrauben von der eingeweichten Sachsennarbe hingepackt hast? Welche Schrauben? Die beiden Schrauben, die hinten den Rücktritt kontern. Schraube und die Scheibe. Die einzelnen Bindteile. Mutter! Ja, die beiden Mutter, Entschuldigung. Die Muttern sind wahrscheinlich da drin, denn. Die passen alle nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die richtigen sind. Na, woanders sind sie nicht. Könntest du jetzt bitte mal anbleiben? Ups, so hoch war ich nicht. Hallo? Moment! Guten Morgen! Morgen! Guten Morgen! Morgen! Ach, der Kollege ist nicht da, oder? Nee. Also, ich hab nämlich. Komm, hast du Lust, kurz los? Ja, klar. Ich weiß ja nicht, ob. War alle dabei bei der Lieferung? Ich hab noch nicht hingeguckt, ich hab nur das Hinterrad eingebaut. Naja, mein ich ja. Also, das war dabei. Das war dabei, ja. Und läuft das Ding? Ja, es läuft und es schaltet. Aber mir ist gerade eine Mutter runtergefallen. Eine Mutter? Was für eine Mutter? Ersetzbar oder nicht ersetzbar? Nee, geschlitzte. Was heißt denn das? Na, nee, geschlitzte. Die geschlitzte Mutter? Also die geschlitzte Achtermutter. Also brauchst du die? Hierfür. Die brauchst du aber nicht. Kriegst du da so durch? Ja, es geht ja nicht um das Durchkriegen, es geht ja um das Einstellen. Ja, dann schraub da einfach eine andere Mutter auf. Die muss ja nicht geschlitzt sein. Ja, aber geschlitzt macht sich das schon besser. Wieso? Mich ärgert das schon wieder, dass das Scheißding runtergefallen ist. Ja, nimm, guck mal. Nimm einfach das Ding raus, schieb die Mutter durch.
die gar nicht rausnehmen. Achso, doch. Nee, doch, wegen der Mutter. Wegen der Mutter musst du denn. Da musst du nicht suchen. Scheißegal. Mach dir das Leben nicht so schwer. Nicht so schwer. Also, wie groß ist denn das? Was hast du denn? Wo ist denn den Anschlag? Ach, ja. Achter? Nee. Nee. Nicht Achter. Zehner. Wir machen oben Internet neu. Ach so. Computer neu. Dauert alles noch eine ganze Weile. Ja, ja, ich ist schon eine Weile da. Das mal dauern. Hier, das hat hier, kannst du sowas hier brauchen? Das ist so eine Stopfmaschine. Ja, ich weiß ja nicht, wie die funktionieren soll. So ein Cyborg-Ding irgendwie. Ja, ich weiß nicht, da muss irgendwie auf jeden Fall noch was fehlen. Alle beschweren sich. Der ineffektiert so dauert, der aber macht das so dauert. Hier noch ein Zehner. Also Wasserhahn repariert für den Nachbarn. Warum denn bitte? Ah. Ist so schwer oder was? Die Kette, ey. Ja, was ist denn? Naja, was soll's. Das Fahrrad da vorne ist viel interessanter. Wieso jetzt damit? Das fährt nicht. Wieso denn? Was ist damit? Bremsmantel fest. Ja, mach ich sowieso. Und einmal ein bisschen Fett drauf. Fertig. Ja, und den Schalter auch wechseln. Also läuft jetzt wieder. Prinzenrad. Yes, der Prinz war Bodybuilder. Nachdem man sie anzieht. Okay, 15 Eisen. Blöde Hinterrad, was ich hier rauskriege. Ah, geht auch so. Perfekt. Das ist das erste Mal, dass ich den Bremsanker nicht abkriege.
bisschen zusammenbauen und fertig. Ja, wie ist das? Bezahlt kein Mensch. Ja, was soll ich machen? Die war halt so verkeimt und zwischendurch noch andere Kunden und Kleinteile verkauft. Weißt du, wie das ist, wenn du irgendwas anfängst, was länger dauert und du kommst ja, nicht weiter? Da musst du das nach hinten schieben. Das ist ja quasi ein Minusgeschäft. Das sind jetzt, wenn 5 Stunden Narbe. Weißt du ja. Ich weiß. Aber was soll ich machen? Dann musst du das halt teurer machen. Naja, das geht ja nicht. Das ist ja angedacht. Das zahlt ja dann irgendwann bei so einem Rad auch keiner. Ich meine, das Ding kostet ja nicht. Das Rad ist das Problem. Ja. War ja wohl die Restauration mit dem Rad. Das sollte ja nur fahren und wieder bremsen. Genau. Aber mit einer völlig verklebten Narbe funktioniert das nicht. Verklebt, egal welche du aufmachst. Du musst sehen, die sind dann alle so. Macht das nicht mehr bei denen. Nur noch drin und wenn es ja nicht mehr schaltet, muss man halt gucken, woran es liegt. Aber ansonsten. Na, das hat sich ja nicht mal mehr gedreht. Ja, wieso ging noch zu drehen? Funktioniert. Ja, ich weiß ja nicht, wie du darin gelatscht bist, aber als ich auf die Pedale gelatscht bin, hat sich da ja nichts getan. Aber hast du ja gesehen, da hat jeder vorgeführt. Ja, ich weiß. Genau. Einfach nach vorne geschoben, mein Gelegen. Der war fertig, war hier. Ja, bis auf die Probefahrt, die habe ich natürlich noch nicht gemacht. Meinst du, ich finde es toll, die scheiß Holländer hier auch die ganze Zeit auf dem Ständer zu haben? Könnte kotzen ohne Ende. Ja, darum geht es ja nicht. Geht nur darum, dass du weißt, was das kostet. Ne? Ja, ich weiß, was das kostet. Und dass du auch weißt, dass mehr einfach nicht bezahlt wird von den Leuten. Und dass man ja... dass das ja auch ja nicht gefragt war, dass du die ganze Narbe restaurierst. Doch, weil die lief wirklich gar nicht. Naja, aber vorher ist sie ja damit gefahren. Also irgendwie nee, die hat das Ding hergeschoben, beziehungsweise... Ja, klar, weil sie ja fest... Ja, das ist ja klar jetzt, aber ich meine davor, die Jahre ist das ja auch gefahren. Also. Nein, das stand im Hof. Das hat sie von ihrem Arbeitskollegen bekommen. Naja, aber dann hast du halt zu wenig ihr angesagt, beziehungsweise für die Restauration von den Sachen muss man dann halt auch einen ganz anderen Tarif nehmen, weil wenn du, ich meine, ich weiß ja nicht, aber seit 12 sitzt der an dem Ding. Und wenn du das so rechnest, was willst du denn dir berechnen für so was? Ich meine, da musst du ja 150 Euro nehmen für so ein Teil, aber das zahlt keiner. Ja, ich weiß. Das ist das Problem. Das kann man mal für sich selber machen, aber dann sagt man lieber, ey, du, ist unwirtschaftlich, Mann, jetzt sage ich schon wieder frei. Nee. Die kommen ja von außen. Was nützt ja nicht, wenn die Leute, die eigentlich heute den Umsatz für heute machen würden, dass die heute gar nicht quasi bedient werden? Das ist doof. Ja. Was ist das hier? Wenn diese Dinge so schnell wie möglich wieder keinen Bock haben. Ja, klar, also wie gesagt, bei. Da kann der Rad nicht dafür. Das ist halt eine. Das muss man ja auch lernen. Man muss halt lernen, die Arbeit richtig einzuschätzen, was das dauert. Und das muss man dem Kunden dann halt. Hi, Ari, mir ist ich stresst heute. Bitte! Danke. Bitte! Ja, jetzt geht es weiter. Da ist die Scheibe. Ja. Der Raumschrauben geht ganz einfach mit der Hand. Okay. Ist ja, hat sich denn fest. Ja. Hat sich fest. Hm. Ja, dann mach ihm das doch an, das Neue.
Hast du neue da? Na, was ist denn mit dem Ritzel? Hast du das abgeschraubt? Nein, du solltest es doch abschrauben. Habe ich dir gesagt. Abschrauben einmal und dann. Ne? Schauen wir mal nach. Häng mal hin. Weißt du, wenn ein Kunde zu mir sagt, er möchte ein neues haben. Ja, dann fragst du erst mal, warum der neue? Was ist denn da? Weil das zu unzuverlässig ist, weil das ständig aussetzt. Und. Naja, dann wird es erstmal abgeschraubt, definitiv. Ja, 10 Kilometer geschoben ist und. Ja. Oh Mann, ey. Zack. Aber der ist halt gebrochen an jeder Stelle. Ne? Von uns gerichtet, Bremse eingestellt. Hat sie mir jetzt nicht zugekommen, weil du die besitzt. Also, wir haben zum Schneller alle Typen durchgedrückt, deswegen wollte ich mal gucken, wie es sich anfühlt. Ja, noch ein? Zu wissen? Ja, keine Ahnung, ja. Ja, danke. Vorrat. Nee, musste ich bestellen. Müsste ich bestellen! Alter, das ist echt absolut zum Kotzen, dieses Fahrrad. Alles lösen. Selbst das scheiß Schutzlicht, damit das Rad ausgebaut kriegst. Schaltanker. Runter. Nee, ich will hier erst noch mal einhängen. Wobei jetzt natürlich erstmal wieder nach dem Wege hin. Warum hängst du dich zuerst hinten ein? Ich verstehe nicht. Das verstehe ich nicht. Immer wieder so schön machen. Verstehst du nicht?
Ich verstehe es nicht, ja. Weil wenn man dir zeigt, wie es leicht geht, dass du das nicht. Ja, ich willst, weiß, so. Aber in dem Fall wollte ich es tatsächlich nicht so machen, weil ich da jetzt überhaupt gar keinen Bock habe, mich mit dieser zweiten blöden Anschlaghülse an der Seite musste ich noch rumzuärgern. Ach verdammt. Stunden 20 Minuten und das bei 9 Stunden 30 in Aufnahmezeit. Also würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze jetzt hier, weil der Akku, der Chip ist gleich voll. Der Chip ist voll. Jetzt müssen die Aufnahme beenden wir und dann kann ich schon mal anfangen zu kopieren oben und das ist doch schon mal was. Hattest du nicht gerade den Pedalschlüssel? Ja, der muss ja hier irgendwo liegen. Ja. Ach so. Hebe ich dir mal gleich. Bildet, ja. Kannst du. Das wegpacken, das wegpacken, das wegpacken. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Und der glaubt dann im Ernst, dass ich jetzt hier 12 Stunden Videomaterial schneide. Der war gut, der war gut. Ja. Und dann muss das noch, weil der kommt nämlich heute auch noch. Der kommt aber kurz vor 9. Der ist immer geduldig hier. Das ist ja nur ein Zug eigentlich. Das machen wir zusammen dann noch. Geht das ja schon. Die anderen weiß ich gar nicht, was da zu machen ist. Kriegen wir auch hin, später. Na, wieder zurück. Hallo. Hallo. Retour. Ach so, okay. Genau, wir haben vergessen. Hast du jetzt gekauft? Ja. Ja, so gut. Was für ein Tag. Ich sag mal gute Nacht an euch alle. Wir sehen uns morgen wieder. Wo sind sie denn alle? Auf Toilette. Oh. Meine Frau ist auf Toilette. Hält mein Spiegel hinter mir. Da könnte man nicht sehen, aber ihr könnt ja auch einfach mal schnuppern. Und da zieht sich auch jemand aus. Das ist ja heute hier voll die Ausziehphase. Es ist Schluss für heute. Abschalten. Oh. Mensch, wie doof ist das ein Tag. Ganz Tag in Action. Aber du musst halt jeden Tag. Musst du heute immer noch in den Keller? Ich muss gleich noch mal runter, ja. Ja, jetzt. Und dann ist. Oh Mann, du musst. Du musst auch eine Stunde arbeiten. Mama ist leider nicht noch. Ich wollte erstmal Schluss machen und rüberziehen, alle die ganzen Daten. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle morgen wieder. Macht den Dude. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Ja.